Hallo, ich freue mich, dass du auf meinen Kanal Elbler 1972 gefunden hast. In diesem Video befassen wir uns mit optischen Phänomenen oder auch optischen Täuschungen. Ich möchte euch vorstellen, wie eine Geldmünze in einer Schüssel mit Wasser an der Oberfläche schwimmen kann. Neugierig? Dann lass dich überraschen und schau dir das Video an. Hier vor uns kannst du nun die Wasserschüssel gefüllt mit Wasser und der Geldmünze sehen. Wie du siehst, befindet sich die Kamera auf Höhe der Schüssel und wir blicken über den Rand, können also nicht auf den Grund, auf den Boden der Schüssel blicken. Und trotzdem sehen wir die Münze an der Wasseroberfläche schweben. Wie funktioniert das? Die Lösung ist ganz einfach. Die Münze, die auf dem Boden der Schüssel liegt, spiegelt sich an der Wasseroberfläche. Und wir sehen hier in diesem Bild, in diesem Video, die Spiegelung der Münze an der Wasseroberfläche. Hier siehst du die Münze auf dem Boden der Schüssel liegen. Schwenk die Kamera nun nach unten. Verlieren wir den Boden aus dem Blick. Aber die Münze können wir trotzdem durch die Spiegelung an der Wasseroberfläche erkennen. Diese optische Täuschung, die kannst du ganz einfach selber ausprobieren. Schau in der Küche deiner Eltern nach einer solchen flachen Schüssel. Es klappt auch bei einer etwas tieferen Rührschüssel und du brauchst eine Münze, eine Geldmünze oder einen anderen schweren Gegenstand, der in der wassergefüllten Schüssel auf den Grund der Schüssel sinkt. Also es würde auch mit einem Stein oder mit einem anderen Metallstück funktionieren. Nun füllst du die Schüssel mit Wasser bis knapp unter den Rand und legst deinen schweren Gegenstand so in die Schüssel, dass er in der Mitte der Schüssel liegt. Nun kannst du mit der Kamera von deinem Smartphone langsam nach unten bis du über den Rand der Schüssel blickst. Und kannst so das Foto erstellen. Welches du am Anfang des Filmes gesehen hast. Nun wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spaß beim Ausprobieren und überrasche deine Freunde mit der schwimmenden Geldmünze in einer Wasserschüssel. Viel Spaß, viel Erfolg dabei.